Ihr habt kommentiert, dass das Haus vom Villager noch ein Dach braucht und deswegen habe ich das heute gemacht. Dafür habe ich einen Würfel benutzt, ein Viertel weggeschnitten und den dann wieder zugemacht. Dann natürlich noch die Kanten abgerundet, dass es realistischer ist. Und als nächstes die Texturen kopiert. Und jetzt die Reihen mit einem Modifier machen und das Ganze auf die andere Seite kopieren, um Arbeit zu sparen. Und die Mitte noch mit einem Würfel auffüllen. Noch die Fenster auf der anderen Seite und unterm Haus habe ich noch ein paar Holzblöcke vergessen. Und noch eine Wiese als Hintergrund. Dann habe ich den Villager wieder aus dem Bett geholt und wieder vors Haus gestellt. Und so sah es nach dem Rendern aus. Folgt für mehr.